kommst du da hoch? Die Decke? Einfach. Okay. Nee, halt, wartet. Ein Rätsel. Kann ein Irrgarten auch ohne Garten noch jemanden irre machen? Ach so, okay. Setzt ihr zwei fest? Wenn ihr die Antwort findet, wird es wie in einem Comic sein, mit der Glühbirne über dem Kopf. Dahin. Batman muss da hinten hin. So, so. Weißt du, ich musste ein ähnliches so. Sicherheitssystem lahmlegen, als ich bei Queen Industry... Oh, vergiss es. Fast geschafft. Aber jetzt noch eine Wendung. So. Oh, welch Schreck. Für dich zumindest, Detektiv. Ich habe das erwartet. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Zack, zack, zack. Ein hoch. Jetzt vielleicht? Wo ist das? Eindruck, dass man so gut sehen kann. Verdammter Heiliger. Da ist sie. Dann 3 rüber. Probier's einfach mal. 1, 2, 3. Tat das weh, Catwoman? Gut. So fühlt sich nämlich Dummheit an. Ja, okay. Also, oh, Eddie. Du so. Wirst dir so dumm vorkommen, wenn ich dich geschnappt habe. Okay, dann nochmal. Sie geht. Zack, zack, zack. So. Also dahin. Hier rüber. Hier runter. Ja. Batman geht. In der Mitte. In der Mitte hier hoch. Hier rüber, da entlang, hier entlang, dahin. Catwoman geht dann, da ist sie ganz rüber und dann hoch. Ganz rüber, 1, 2, was da, Selina? Ganz hoch. Batman. So. Ich bin hier fertig. Selina geht hier hoch, dahin. Okay, ich bin hier fertig. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist deine Belohnung. Roboter. Ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Bitte schön. Ein echter Gentleman. Okay. Schön. Der Schlüssel. Nimm ihn dir. Ich denke, du hast ihn dir verdient. Okay. Der vorletzte Schlüssel.
Und dann haben wir noch einen. Puh. Mal im Ernst, Eddie. Wie lange wird das hier noch dauern? Ja, wie lange wird das wohl dauern? Na gucken, kann sie mit Batman reden? Nein. Dann gehen wir hier raus. So. Oh, wie clever ihr beide euch jetzt fühlen müsst. Wie selbstgefällig. Ich störe ja nur ungern bei diesem armseligen Siegestaumel, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ihr euch so bald nicht wiederseht. Catwoman, Batman wird dich hängen lassen, weil ihn unter dem Romulus Fährhafen mein größter Test erwartet. Okay. Batman, sind wir... Lass dich von Riddlers Sprüchen nicht einschüchtern. Eddie ist ein Idiot. Aber ein Idiot, der in der ganzen Stadt unterirdische Todesfallen gebaut hat. Und? Und ich wollte nur sagen, pass auf dich auf. Du hast uns die Suppe eingebrockt und ich schätze es, dass du sie auch auslöffelst. Aber sei vorsichtig. Eddie klang ziemlich sauer. Die letzte Prüfung könnte sehr gut eine Falle sein. Ja, bestimmt. Aber wir kriegen ihn auch noch. Ja, mal schauen. Also, wer schon... Das ist deine Chance bei Catwoman, Betsy. Sie ist verletzlich, sitzt in einem verlassenen Waisenhaus fest. Für mich klingt das nach Romantik. Da wir gerade dabei sind, ich war im Jenseits, um nach Talia zu sehen. Und naja, wir haben darüber gesprochen, wie du uns im Grunde beide ermordet hast. Sie fing an zu weinen, also habe ich sie getröstet. Und bevor ich mich versah, führte eins zum anderen. Na, du weißt schon. Tully und ich wollen doch nur, dass du glücklich bist. Du solltest dem kleinen Kätzchen sagen, was du fühlst, solange du noch kannst, Betsy. Denn wenn ich deinen Körper übernehme und dich in einer winzigen Ecke deines Verstandes einsperre, töte ich sie zuerst. Ah ja. Ist okay, Joker. Gedanken-Joker. Okay, Mission wählen. Mal gucken, gibt's denn jetzt... Die Milizkräfte haben überall in der Stadt Sprengsätze verteilt. Ich weiß nicht wo. Gut, dann machen wir erstmal. Renala Fairhaven. Also gut, Riddler. Dieses Spiel ist vorbei. Ja. Boah, die rutschen jetzt weg. Da entlang. Er ist an uns dran! Ich kann ihm nicht entkommen! Komm schon! Schüttel ihn ab! Muss ich dazu irgendwas sagen? Weltcomputer verbunden, Master Bruce. Feindliche Panzer nähern sich. Feind bei den botanischen Gärten gesichtet! Zerstört. Hab Narretta verloren. Ihr wollt doch nicht auf mich schießen, Leute, etwa? Zack. Batman hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt er. Wo bist du? Da. Die eine? Nein, ich lass dich wie ein Trottel aussehen.
Ich kann mir die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Ups. So. Bam, auch fertig. Fantastische Arbeit. Du kannst nicht jede Bombe entschärfen, dunkler Ritter. Du hast nicht das Zeug dazu. Ich habe jede Bombe hier gerade entschärft. Du kleiner Schwachkopf. So, sind nur noch drei Sachen übrig. Das ist doch gut. Rennala Fairhaven. Also gut, Riddler. Dieses Spiel ist vorbei. So. Gut gemacht, du Trottel. Er ist hier. Ja, er ist hier. Willst du fahren? Tschüss, Leute. Das war's, dunkler Ritter. Wir sind am Ende. Nun, du bist es zumindest. Ich muss gestehen, ich fühle mich angesichts meines Sieges großzügig. Also gebe ich dir die Wahl. Statt mit deiner Demütigung und deinem Tod weiterzumachen, werde ich dich einfach davonfahren lassen. Im Gegenzug zur Unterzeichnung einer Aussage, die meine überlegene Intelligenz bezeugt und dass ich dich matt gesetzt habe. Oh, die Katze bleibt meine Geisel. Ein Symbol deines Versagens. Ich glaub's nur du. Na? Ja, daraus. So, so. Du willst es wirklich versuchen. Also schön. Aber das ist meine beste Arbeit, Detektiv. Ein Meisterstück. Mein ewig Meisterwerk. Nun, das wird wohl die letzte Fahrt dieses unschönen, lebensgroßen Kinderspielzeugs. Das war's, dunkler Ritter. Dein Waterloo, deine Schweinebucht, deine absolute Niederlage. Ah, öffnen, okay. Genau so, Detektiv, fahr schneller, fahr direkt in den Untergang. Jetzt kommt alles mit E-Mal, okay. Das kann er nicht. Ja, kein Problem. Wir wiederholen das dann gleich nochmal. Nur zur Info, Detektiv. Der Teil ist nicht die Überraschung. Weißt du überhaupt, was eine Ideallinie ist? Was eine Ideallinie ist? Naja, können wir das nochmal neu starten? Oh Gott. Ich sag dazu jetzt nichts, oder? Oh mein Gott. Da habe ich mich selbst wegkatapultiert. So, so. Du willst es wirklich versuchen. Also schön. Aber das ist meine beste Arbeit, Detektiv. Ein Meisterstück. Mein ewig Meisterwerk. Nun, das wird wohl die letzte Fahrt dieses unschönen, lebensgroßen Kinderspielzeugs. Das war's, dunkler Ritter. Dein Waterloo, deine Schweinebucht, deine absolute Niederlage. Genau so, Detektiv. Fahr schneller, fahr direkt in den Untergang. Siehe dein Ende. Okay. Okay. Was? Unmöglich! Das kann nicht sein! Nein! Du hättest abstürzen sollen. Ich hatte die Neigung perfekt berechnet. Meine Berechnung war korrekt. Anscheinend wohl nicht. Na los. Ich verstehe nicht. Wieso lebst du noch? Ah, natürlich. Du hattest Glück, nicht wahr? Nicht wahr? Uff.
Glück! Der treue Retter der Vollidioten. Ich kann wohl kaum Glück in die Kalkulation mit einbeziehen. Ich bin ja kein Gaukler. Drei Runden bestehen, ey. Ach du Heilige. Lebe wohl, dunkler Ritter. Nein. Das ist verkehrt. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Ich bin der Riddler und du wirst nicht siegen. Nein. Mist. Ganze Kacke nochmal machen. Dunkler Ritter, verschwende nicht meine Zeit. Sie ist deutlich kostbarer als deine. Oh, komm, rutsch da rüber. Wenn du dich nicht einmal selbst töten kannst, werde ich es für dich tun. Ich übernehme hier jetzt die Kontrolle. So. Einen Fehler machen. Ganz bestimmt. Das weiß ich genau. So. Nein, Batman, du kannst nicht durch massive Objekte fahren. Grundlegende Physik. Habe schon gesagt, dass ich hier schwitze gerade. Ich schaff die letzte Runde nicht. Du hast marginal bessere Chancen auf Erfolg, wenn du einfach mal anfängst. Nein! Ich wusste, du scheiterst! Unfassbar, dass ich Zweifel hatte. Wie peinlich. Nochmal, also. Das darf doch nicht wahr sein. So, zack, hier rüber. Och nö, bitte. Wieso geht's dann runter, wenn ich gerade... Jetzt geh runter, so. Mann, ey, verdammt. Schneller, Batman, wie Hermes! Jaha. Oder wenn du willst, der römische Abklatsch, Merkur. Das darf doch nicht wahr sein. 17 Sekunden, das schaffe ich niemals. Mach dich gefasst, dunkler Ritter. Das ist das Ende. Es muss es sein. Komm schon, Detektiv. Die Zeit wartet auf niemanden. Und ich warte nicht. Eckig irgendwo ein war's das. Du hast wohl verloren. Was ist denn los? So. Das könnte ich buchstäblich mit geschlossenen Augen. Okay. Fühlst du das, Detektiv? Das nennt man Erniedrigung. Nochmal zurück an den Start und es gibt einen Nachschlag. Schon zurück. So, zurück zum Start.